Ja, jetzt nehme ich glaube ich wieder auf. Ich glaube, die erste Aufnahme ist für den Müll. Na, ganz toll. Viel Spaß im Black Ops. Ich präsentiere erstmal den neuen Halloween Pedo Update. Das wäre ein geiler Update. Was für Community, die kommen dir und lecken deinen Arsch und verpissen sich dieser kleinen Drecksugensünde. Nein, ich bin nur Psycho. Nein, Psycho. Wisst ihr, wer das ist, der hier, der so sagt, ich bin ein Psycho oder ein krankes Irreskind? Das ist. Soll ich den perfekten Hurennamen sagen? Du kleine kranke Schlampe. Warte mal kurz. Warte. Ey, wo bist du, du Hurensohn? Ah ja, und wenn ihr ein Teufel seid, die hinterlassen eine Feuerspur. Wenn die rennen. Habt ihr ja, glaube ich, schon gesehen. Nein, guck mal, wenn die rennen, geh auf den Boden ins Feuer. Wenn die laufen. Ist schon geil. Das ist geil. Bei den Dings, wenn du. Alles klar. Wenn du Dings bist, Engel halt, wenn dann du leuchtest halt nur richtig hell, das war's eigentlich. Teufel ist aber geiler. Wenn er abends so rumläuft. Boah, das ist ein geiler Modus. Der Modus ist empfehlenswert, Leute, wenn ihr Zeit habt und euch langweilig ist, dann zockt den Modus mal, Leute. Alles klar, ich bin jetzt wohl in den Evil. Ich habe einen mit Axt umgebracht von der Wache. Ja, Mann. Monster, macht den Tag aus. Ey, Jack, Spiel. Alter, 45.000 habe ich bekommen. Ey, der Modus ist geil. Du kriegst doppelte RP und doppelte Geld, Mann. Spiel den Modus auch. Ich habe 45.000 bekommen, nur weil ich gewonnen habe. Kriegt man so viel. Spiel doch auch den Modus. Sieht so aus, ob ich jetzt installieren werde. Ja, okay, da muss ich erstmal installieren. Welches Resident Evil? Also das erste, also kann man sagen. Ja, wenn Resident Evil steht, dann ist es das verfickte erste Resident Evil! Doch, oder Ey, hast du das Geld bekommen von GTA schon? Ey, das ist so verarscht, heute ist letzter Tag und niemand hat das Geld bekommen. Niemand. Ich bin so aggressiv drauf. Dank Monster. 12 Dosen habe ich zu Hause rumstehen. Ihr könnt mich ruhig ausrauben. Frankfurter Straße 210. Ja, ich wohne da eh nicht, also. Ja. Leute, was macht ihr an Halloween? Geht ihr raus und verprügelt ein paar Killer-Clowns? Oder seid ihr die Killer-Clowns, die Leute verprügeln? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde ich echt gern wissen. Würde ich echt gern wissen. Aber wie wär's, ey Jack, stell dir vor, du wärst ein Killer-Clown und verprügelst ein paar Leute. Und ich einfach das für deinen Freund dazu nur. ja. Nein, das wäre irgendwie lustig. Du stechst ihn ab, warte, du stechst ihn ab, gell? Und dann machst du runter und sagst, ich bin's, Mann. Wie war der Streich? Und er ist am halb verbluten. Das wäre lustig. Für mich wäre es lustig. Nein, ich stelle vor, okay, ich stelle vor, du stechst mich ab, dann wäre es für mich scheiße, aber ich stelle vor, ich wäre der Killer und stech dich ab, dann wäre ich lustig. Wie doof muss man sein? Okay, aber ich wäre auch so doof. Stell dir vor, du stechst mich ab und sagst, hey, ich bin's, Mann, ich habe mich abgestochen. Geiler Streich.
Das ist echt scheiße. Ich will wissen, aber welche Leute als Killer-Clown unterwegs sind, will ich irgendwie wissen. Sorry, zu viel. Nigger als Killer-Clown. Der rächt sich an den Weißen, weil sie ihn Nigger genannt haben. Die an alle, die älter als ein, wie ab 2, 3, nein, ab 14 sind und nicht Stellung. Guck mal, die Hälfte, die 14 ist oder höher und nicht Halloween geht, sind so Pussys. Und Angst vor den Killer-Clowns haben. Das sind richtig große Pussys. Du weißt ja, wen ich meine, Felix. Nein, Jack. Ach, Felix, fertig. Deutsche. Du weißt doch, welchen Deutschen. Ja, niemand kennt deinen Nachnamen. Er heißt Bongo. Oh, Bongo. Oh, Bongo. Nächstes Mal heißt du Bongo. Nächstes Mal. Ich zeige euch dann mal Leute, die neuen Fahrzeuge, die dazugekommen sind. Welchen soll ich mir denn holen jetzt? Ah, ja. Also Leute, es ist bei Legendary Motorsport nichts Neues gekommen. Nichts. Die sind schon älter, diese beiden Hurenfahrzeuge. Und zwar bei South San Andreas ist einmal der LC Santos neu dazugekommen. Halt, die Lichter sind rot und der sieht auch geil aus. Eigentlich schon mal fast 2 Mille. Runden wir einfach auf, 2 Mille, fertig. Der ist schon länger da. Und danach zwei neue Fahrzeuge. Der Albani Frankenstein und der Albani Lurcha. Also der Lurcha hat einmal den Henkers. Nein, Lurcha. Ich nenne ihn einfach Leichenwagen. Der Leichenwagen hat zwei verschiedene Designs einmal und hinten liegt ein Frankenstein, glaube ich. Oder ein Frankenstein kann man sagen. Im Leichenwagen halt. Und bei dem anderen Wagen ist der eine kostet 650 der Leichenwagen und der Albani Frankenstein hat vier Designs: Mitternacht, Silber, Spinnenfalle, Höhlenofen und feuriger Tod. Also hier seht ihr sie mal. Ey, welchen Design soll ich mir denn holen von denen? Ey, Felix. Noch da? Ey, Felix, welchen Design soll ich mir holen? Ich habe das Geld für den Auto jetzt. Das Albani Frankenstein. Ah, Leute, ich glaube, wenn Halloween vorbei ist, werden die Fahrzeuge rausgenommen wieder. Dann könnt ihr sie, glaube ich, nicht mehr kaufen. Das war letztes Halloween auch so. Erinnere ich mich. Welches Design soll ich mir holen auf den Albani Frankenstein? In Ego-Perspektive seht ihr ja geil aus. Sag ich. Mitternacht Silber. Meinst du zweite von oben oder zweite von unten? Von oben oder von unten zweite? Musst du mir auch sagen. Felix, meinst du das lilane Feuer oder das normale Feuer? Nein, den Leichenwagen habe ich nicht. Der Albani. Achso. Den Leichenwagen könnte ich mir theoretisch holen. Da muss ich noch ein Spiel machen. Ja, aber. Okay, ja. Hoffentlich hat euch das Video gefallen.